nahm ich wieder extremistische Gestalt, ganz ohne Pietät, im schwarzen Schlafanzug, Vietcong-Solidarität. Ich nahm mich wieder, Untergrundpoet, Schmalspurprophet. Sie entschuldigen doch, dass ich ab und zu in das kleine rote Büchlein gucke, aber ich habe vor kurzem eine chinesische Revue gesehen. Ich habe da in Vietnam Urlaub gemacht. Ich kann ohne Mauer nicht leben. Hab da also eine chinesische Revue gesehen. Da hat der Kunstschütze so gezielt, geschossen, nichts getroffen. Dann hat er ins kleine rote Büchlein geguckt und ohne hinzugucken, alles getroffen. Also ist besser, ich gucke ab und zu rein, nicht? Mal was Privates. Haben Sie zufällig meine Katze hier reinlaufen sehen? Die ist mir aus der Garderobe hier rein entwischt. Falls Sie sie sehen, geben Sie sie bitte an der Theke ab. Nicht, dass wir in der Pause falschen Hasenbraten servieren wollen. Es gibt hier eine ausgezeichnete Gulaschsuppe. Wir sind direkt ans Wasserwerk angeschlossen, aber Sie wissen Bescheid, ich spiele nicht nur für Sie, sondern auch für die Katz. Bei der Gelegenheit, ich war eben gezwungen, meinen Kopf zu senken und stelle mit Erschütterung fest, dass es doch schon einige Leute gibt, die mit ungeputzten Schuhen zu mir kommen. Das scheint mir aber ein grober Fehler in der Optik zu sein. Oder handelt es sich heute Abend bei mir nur um kleine Unternehmerchen, die nicht mehr polieren, sondern nur noch in den Arsch treten? Das ist zum Beispiel ein Kern der Berliner Dickdarmverschlüsse. Für sowas gab es bis zum 2. Juni, das Datum müssen Sie sich merken, wie den 13. August, für sowas gab es bis dahin Abführtabletten am Charlottenburger Schloss mit einem flotten Durchmarsch durchs Polizeigefängnis. Darum freue ich mich über jeden herzlich, der heute Abend hier ist und nicht an der Deutschen Oper, zeugt es doch von einem starken Überlebenswillen. Guten Abend, ihr Bürger! Ihr sauber gereinigten, ihr armen Berliner, von Studenten gepeinigten, Asylsuchende, auf Jungs, die lange Haare haben, Fluchende, voller Empörung zeigen wir auf die Griechen, während bei uns dieselben Gesetze aus Schubladen kriechen. Rotkäppchen neu spielt den Notstandsklon und macht KDK, Kabarett der Koalition. Da war sie eben, die Katze, haben Sie sie gesehen? Sie denken, das ist abgekatert, nicht? Ich will nur vermeiden, dass Sie an meinen Lippen hängen und gleichzeitig die Katze treten. Weiter nix. Sie wird mir schon wieder zulaufen. Ich bin ja auch wieder in der Partei. Na? Was heißt denn, wie lange noch? Drei Irre standen in dem Garten und taten auf die Antwort warten. Ich gebe zu, wenn ich das mit der Partei sage, lächle ich immer undefinierbar und Sie nennen es asiatisch. Berlin und seine besondere Lüge sind sensitiv bis in die Binsen. Ich bin aus Breslau, stamme von den Hunden ab, muss also immer grinsen. Berlin, unser kleines westliches Warzel, wartet auf seinen Katelbarzel. Hanoi wartet im Zwinger, Amerika hofft auf Kühstoff, wartet auf Kühsinger, Mieze. Ohne Spaß, ein scheues, sanftes Tierchen, schwarz-weiß gefleckt, sieht aus wie ein Manifest des christlichen Studentenbundes. Apropos falsche 50er. Es gibt doch auch bei uns so Baumblütenenthusiasten mit Pfefferminzgeruch, astreine Vivilbeamte. Die sagten zu mir neues, tritt nicht mehr in Berlin auf, die Leute verdienen keinen Spaß mehr. Richtig, sage ich, aber ich muss verdienen. Ich gehöre nun mal in die Stadt wie der Polizeipräsident in den Klingelpütz. Muss man sich mal vorstellen, den haben sie in die Wüste geschickt, obwohl er nach eigener Aussage keine Hitze vertragen kann. Wenn Sie noch mehr so lustige Witzchen lesen wollen, müssen Sie die Frankfurter Rundschau abonnieren. Natürlich gebe ich zu, habe ich auch mit der Zeit Gesicht verloren. Betrachten wir uns heute Abend zunächst mal mein Expo, mein ehemaligen Hintern. Ein Mond, der nicht für alle scheint, auf dem die wenigsten landen können. Sehr geeignet für Gesichtsguerilla. Und das ist das erste Konstruktive, was ich Ihnen heute Abend mitgebe. Der Vorsitzende lehrt, wenn Ihnen einer eine scheuern will, wenn einer an Sie herantritt und Sie in eine jakobinische Gefühlsschablone donnern will, wenn einer mit geballten Fäusten auf Sie zukommt, weil Sie ihm ganz radikal einen vorwurfsvollen Blick zugeworfen haben, dann nehmen Sie ganz schnell die Brille ab und werfen Sie den hohen Bogen weg. Der Schläger guckt nach, in dem Moment hauen Sie zu. Ja, sagte ja, konstruktiv. Kann natürlich sein, dass Sie nicht treffen, weil Sie die Brille nicht aufhaben, aber was kann nicht alles sein? In Berlin ist alles möglich, wirklich. Wie oft habe ich von dieser Stelle gegen diesen widerlichen Schießbefehl gewettert? Wenn ich heute wettere, weiß ich gar nicht mehr, gegen welchen? Glauben Sie, dass ein Westberliner Polizist freiwillig so einen Gummiknüppel mir als Requisit... Den habe ich aus dem Kongo. Ganz alter. Damit hat Chombe, ein uralter Berlin-Besuchmörder, nachdem er Lumumba erschossen hatte, hat er ihm die Haare einzeln ins Gesicht reingedroschen. Das sind doch Sachen, die wir uns nicht mal am Vatertag erlauben. Voller Saft singt hier der sterile Stoltenberg, Minister für Bescheidwissenschaft, zu unser aller abendländisch kultiviertem Glück eine Einlulle-Lalle auf einen Hafenarbeiter von Mosambik.
Heil dem farbig wackern Mann, der noch nervig ärgern kann, der nicht murrt, wenn ihm der Magen knurrt. Heil dem stillbrütenden, niemals laut wütenden, Kreisblatt verschlingenden, Folklore singenden. Heil ihm, dem billigen, stets arbeitswilligen, mit schmutzigen Pfoten. Heil ihm, unter uns gesagt, dem Idioten. Ich wollte ihn nur mal zart andeuten, dass ich Herren besser darstellen kann als Knechte, weil ich Steuerschulden habe. Da weiß man, was es heißt, Sklave sein. Da kriegt man Komplexe, wird aggressiv und das ist die Voraussetzung für einen zünftigen Kolonialherrn. Leute, wir müssen uns fleißig rühren und Ithakas und spanische Hiwis kolonisieren. Das Gegenteil wird man uns nie mehr glauben. Demnächst wollen die Kameruner bei uns den von Hassel abstauben. Nicht als Christ, sondern weil er Eingeborener ist. Könnten sich beispielsweise Sudaneser für uns verständlich artikulieren, würden die mir nie gestatten, sich mit ihnen zu solidarisieren. Die Augen voll Schiss lese ich hier. Der größte Feind der dritten Welt heißt Kompromiss. Kennen Sie einen Herrn, der so heißt? Na, nicht so lange über einen Witz lachen. Was ist denn das? Wieder Weserbergland heute Abend oder was ist denn? Wir haben noch 15 Jahre zu leben, steht hier drin. Was soll geschehen? Werfen wir gleich eine Bombe auf China, werden wir sehen, leben wir nur noch 10. Na dann, ihr Lieben, sagt Hermann Kahn, werfen wir keine, dann sind es nur noch 7. Nur Amerika kommt mit dem Schrecken und 100 Millionen Toten davon, so rechnen die Irren des Hospizes zu Pentagon. Und was wird aus Bonn und seinem Geflunker? Neandertaler im Eifelbunker. Das ist der Mau-Mau-Katechismus. Der lädt logisch mit der blanken Faust gegen die komplizierte Kanone unseres Rassismus. Ist meine Katze inzwischen aufgetaucht? Langsam wird sich ein Bormann-Problem, ne? Jeder weiß, wo er ist, keiner will ihn finden. Jetzt machen wir das mal anders. Ich lege meine Bombe, meinen Hut hier hin. Wenn sie kommt, hat sie ein Plätzchen. Solange sie nicht da ist, können Sie ruhig Ihre Spende für Nordvietnam hier reinwerfen. Es kommt gar nicht auf Ihre 10 Mark an, sondern auf das deutsche Ansehen im Ausland. Sind wir nun mit Frankreich befreundet oder nicht? Also. Mal ehrlich, Sie halten das mit meiner Katze für einen trüben Scherz, nicht? Sie denken, der Neuss hat sonst was Tückisches im Sinn, der will 2 Fahrräder nach Nordvietnam schicken und braucht dazu 2 Katzenaugen? Sie trauen mir doch alles zu. Also mit Fahrrädern ist es nun nicht mehr getan. Oder sind Sie im Zweiten Weltkrieg mit einem Gesundheitslenker durch Bombentrichter geradelt? Ich warne da hinten, wer meine Katze mit nach Hause nimmt, den verklage ich wegen Mundraub. Nicht, dass ich Katzen esse, aber ich habe Mäuse zu Hause und die gehen an mein Brot schlimmer als die Fabrik hat, entspannen an die Arbeitsplätze. Ich wiederhole nochmal, die Katze ist ein scheues, sanftes Tierchen, schwarz-weiß gefleckt, zweifarbig, mit grünen Augen, also eigentlich dreifarbig, eine richtige Annonce fürs Farbfernsehen. Farbfernsehen ist das Dollste, was sich ein zivilisierter Kletteraffe anschaffen kann, wirklich. Als ob einem der Maler Schröder Sonnenstand jeden Abend mit einem nassen Pinsel in die Pupille sticht. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Katze zwischen ihren Beinen rumirrt, wie ein Irrenarzt in Wittenau zwischen 1000 Betten zu viel? Sie sehen so aus, als ob Sie den Film Blow Up erfolgreich gesehen haben. Ich will damit nicht sagen, dass Sie besonders aufgeblasen aussehen oder entwickelt oder gar arrogant. Arroganz ist, wenn Antonioni mit einem Rolls-Royce durch den englischen Ostermarsch fährt. Nein, ich will sagen, Sie sehen so aus, als ob Sie Fantasie haben. Nun fragt er gleich, wie, das ist doch noch ein Kompliment geworden. Wie sieht denn einer aus, der Fantasie hat, will ich Ihnen sagen. Wenn einer nicht gleich beleidigt guckt, dass man sagt, er hat Fantasie. Und der Herr guckt nicht gleich beleidigt. Also Sie haben Einbildungskraft. Ich wähle extra Sie, weil die Herrschaften dann in der Pause alle hier rumkommen und Sie angucken. Und sagen wir mal, Sie sind ein Herr vom Meinungsinstitut, ein manipulierter Allensbacher, freundlich, verlogen. Keine Angst, ich gebe mir Mühe, Ihnen nachzueifern. Sie kommen nach Hause an meine Tür, klopfen und wollen meine Ansicht zum Krieg in Vietnam hören. Sie sagen also, entschuldigen Sie bitte, dass ich hier ungebeten eindringe. Und da muss ich gleich lachen, weil Sie die Doppelbödigkeit eines solchen Satzes in puncto Vietnam gar nicht bemerken. Wer dringt wo ungebeten ein? Ein Sprengsatz. Ach so, das habe ich vergessen. Ich heiße in dieser imaginären Szene Meier. Nee, Meier geht ja nicht. Der einfachste Name geht nicht. Meier ist der eine Herausgeber des Tagesspiegels. Der hat das mit den Glöckchen damals gemacht. Also der andere Herausgeber des Tagesspiegels, Karsch, hat hier in der Premiere dieses Programms einfach so 50 Mark für den Wildkong in den Hut gespendet. Ich konnte es nicht mal verhindern. Naja, ist ein älterer Mann, der will sich sauber machen. Scholz geht auch nicht vom Telegraph. Der ändert seine Meinung also frühestens, wenn die Regierung ihre geändert hat. Ich sehe schon die neuen Abzeichen, wenn das so bleibt. Entleibt den Telegraph. Naja. Neues ist andersrum aufgeklärt. Ich arbeite gerade an einem Roman, wie werde ich unbekannt? Heiße ich Milch. Wenn meine Katze kommt, hat sie gleich was.
Und wenn der Hut später nicht voll wird, kann ich immer noch sauer werden. Und Sie heißen in dieser imaginären Szene Vorbeck. Das bringt mich auf Lettau. Phonetisch jedenfalls. Also Dr. Neumann von der hiesigen Fremdenpolizei, die ja das Gastarbeiterproblem auf ihre eigene Weise löst. Vor kurzem habe ich ihn noch gesehen, diesen Dr. Neumann, einwandfreien Hals, kein Verfahren dran, hatte die originelle Idee, am Vorabend der SFB-Fernsehsendung die Vertreibung des Geistes, eigentlich Geistes zwischen 33 und 45, den deutschen Schriftsteller und amerikanischen Staatsbürger Reinhard Lettau des Landes Berlin zu verweisen. Der BZ-Journalist Peer half kräftig mit, wäre ich nun so wie Dr. Neumann, würde ich sagen, Peer Export, raus hier, ja? Da ich ihm aber die Städteskanovisite Ehre erweise, sage ich, er gehört hierher. Ein echter Berliner Peer, wie ja überhaupt jeder Berliner mit der BZ jeden Morgen das hat, was er braucht, nicht? Springer am Morgen bringt Kummer und Sorgen. Ich will Ihnen sagen, ich habe sehr viel übrig für enteignet Springer. Wirklich, als Parole, also ganz gut. Aber revolutionär ist es nicht. Revolutionär wäre, wenn man sagt, dem Springer gehört noch nicht genug, dem müsste gehören. Der Abend, der Tagesspiegel, der Telegraph. Der Rias, der SFB, die Kioske, dann wird der Mittelstand rebellisch, verstehen Sie? Immer noch sind wir dabei, dass mich der Herr vom Meinungsinstinkt fragt, was denn nun meine Ansicht zum Krieg in Vietnam sei. Und vergessen Sie nicht, ich heiße Milch. Ich sage, ich kann Ihnen da kaum Fundiertes sagen. Ich habe mich zwar zu Hause zu einer gewissen Protesthaltung hocheskaliert. Ich gehe an die Decke, wenn ich mit meiner Napperjacke in Berührung komme. Verständlich, Ledernackenallergie, ja, und ansonsten stottere ich, jeder Krieg ist ein Beweis für Mangel an Vernunft, Dummheit und Unwissen machen ihn immer noch möglich, Machtstreben ist sowieso dämlich, na, was man so stottert, wenn es einem schwerfällt, nicht Pazifist zu sein und wenn man Milch heißt. Ich sage, es gibt keine gerechten und keine ungerechten Kriege, es gibt nur schuldig Beteiligte und unschuldig Beteiligte. Der Hut ist immer noch leer, erstere überwiegen. Und der Herr sagt, na, wie wär's denn dann mit unbefangenen Zeugen? Oh, sage ich, das wäre sehr schön. Aber gibt's die, unbefangene Zeugen? Nehmen wir mal zum Beispiel meine Katze. Ein scheues, sanftes Tier. Gute Bekannte von mir sagen, sie sei wild und gemeingefährlich. Nein, sagt der Herr, das habe ich doch nur aber viermal gehört. Ihre Katze ist scheu und sanft. Sehen Sie, sage ich, so ist das mit Informationen. Ich habe gar keine Katze. Ich sehe genau wie Sie täglich zweimal die Tagesschau mit Berichten vom amerikanischen Kriegsschauplatz und Sie werden mir nicht weismachen, weiß schon gar nicht, dass in diesen Berichten der Menschheit ganzer Katzenjammer drin ist. Genau wie eben immer noch nichts in der Bombe drin ist, die Onkel Ho so dringend brauchte. Solo für Onkel, Westmordland wird Onkel. Verdammt nochmal, die Ehre Schwedens rettete das Rasseltribunal. Kompanen, lasst uns einen saufen und hoffen, dass noch mehr Berliner Zeitungsverleger aus Angst vorm Zeitungssterben zum Vietcong überlaufen. Trotz Kü mit Ho Ho und Chichi. Und nun gebe ich Ihnen mal den Hut und lassen Sie ihn mal rumgehen. Auf diese Weise habe ich schon am Abend so bis zu 150 Mark gesammelt. Ich habe schon über 2500 Mark zusammen. Wirklich, ich sammle ja für Medikamente, weil ich 5 Jahre im Krieg war und weiß, dass Medikamente auch Waffen sind. Hier habe ich eine Büchse und nach der Pause gebe ich Ihnen dann das Ergebnis bekannt, dann wissen Sie, warum Sie rot werden müssen. Nicht? Ja, ja, Sie können da ruhig mal eine Mark reinschmeißen. Ich meine, es gibt natürlich Leute, die holen die grüne Welle raus und holen nur einen 20er rein. Aber Weser-Bergland ist schwer. Übrigens, Spenden ist nicht verboten, nur sammeln, das wollte ich Ihnen sagen, aber bei mir gehört es ja zum Programm, nicht? Also ich würde Ihnen sagen, da Sie ja ansonsten sehr opportunistisch sind, tun Sie lieber gleich was in den Hut, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Natürlich. Naja. Sagen wir, das zaghafte Klimpern in den Hut wird mich in der folgenden Szene oder in folgendem Gespräch begleiten. Ich erzähle Ihnen was Mitmenschliches. Kongo Müller, der Mann mit dem gewissen faschistischen Charme, abgekürzt Komü, sagt zu Saigon Krause, er solle doch so freundlich sein und für den nächsten Berliner Presseball einen toten Vietcong für die Tombola besorgen. Wissen Sie, dass Saigon Krause sich geweigert hat? Sehen Sie, über die positiven Dinge, die deutscherseits geschehen, sind Sie nicht mal informiert. Saigon Krause hat sich geweigert mit der Bemerkung, solange in Vietnam die Gefahr bestehe, dass Schriftsteller Tote in die Schreibmaschine hämmert, die er noch nicht mal umgelegt habe, mache er nicht mehr mit. Entweder Völkermord, sagt er, oder Literatur im technischen Zeitalter. Also, der Krieg der Dritten Welt wird niemandem erklärt. Sein Beginn ist lange verjährt, das wissen Sie, ich und du. Die Geburt war lange vor Dien Bien Phu. Was ist uns geblieben? Hans Magnus Enzensberger hat mir ins Poesie-Album geschrieben. Dass etwas getan werden muss, und zwar sofort, das wissen wir schon. Dass es aber noch zu früh ist, um etwas zu tun. Dass es aber zu spät ist, um noch etwas zu tun, das wissen wir schon. Und dass es keinen Zweck hat und dass es uns gut geht und dass es so weitergeht. Und dass wir 2 Stück Zucker in den Tee tun. Und dass wir gegen die Unterdrückung sind,
Und dass wir schuld sind. Und dass wir nichts dafür können, dass wir schuld sind. Und dass wir schuld sind, dass wir nichts dafür können, das wissen wir schon. Solches Wissen lähmt. Jedoch, fürs Wohlbefinden reicht's, dass man sich schämt. Jetzt schlucken wir mal eine Kröte und spielen Landgericht Berlin. Wir verändern eine Töte. Da hole ich mal meinen Van der Luppe aus der Vergangenheit und verbaliere Ihnen einen deutschen Landgerichtsdirektor als Bauchredner. Warum als Bauchredner? Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Angeklagter Van der Puppe. Stehen Sie auf. Kann ich nicht, Herr Richter. Sie sehen, ich liege hier erstmal symbolträchtig auf dem Mikrogalgen rum. Moment mal, Van der Puppe. Wir wollen das Urteil mal realistisch revidieren. Die Rübe ist erstmal ab. Kann hier jemand den Kopf gebrochen? Es handelt sich bei Van der Luppe laut Winifried Martini in der Welt um einen Schwarmgeist. Bei Martini handelt es sich allerdings um einen Armgeist. Also ab mit dem Kopf ins Massengrab. Wozu brauchen wir Köpfe, wenn der Justizsenator sowieso Freiheitsberaubung im Amt betreibt? Wollen wir unseren Prozess fortsetzen. Van der Puppe, erinnern wir uns recht, Sie haben mal den Deutschen Reichstag, wollen uns heute objektiv ausdrücken, zu einer gewissen Erwärmung gebracht. Na ja, Herr Richter, gezüngelt hatte schon. Ich hatte ja noch nicht die Mittel, die man für einen Kaufhausbrand braucht, ein Flugblatt, aber gezüngelt hatte schon. Van der Puppe, für Ihre zündende Tätigkeit und um Sie vor dem Volkszorn zu schützen, hatte sie mein Name, Herr Kollege Freisler, vorsorglich zum Tode verurteilt. Ergreifende Worte, Herr Richter. Und heute, Van der Puppe, spricht sie die deutsche Landgerichtsbarkeit vom Tode frei. Oh, das ist aber hurra! Endlich ein Beweis für ein Leben nach dem Tode. Und wir verpassen Ihnen dafür 8 Jahre Zuchthaus. Oh, das dämpft, das ist aber, was aber, das ist makaber. Wenn ich als Leiche noch in einem Zuchthaus rumliege, womöglich noch bei einem illegalen Kommunisten auf der Pritsche, das wird ihn noch strafverschärfen. Van der Püppchen, Sie brauchen doch die 8 Jahre nicht mehr abzusitzen. Die haben sich ja nur dicke rumgelegen. Man hat Sie doch in Holland beerdigt. Ja, ja, man hat mich fallen lassen. Gleichgültig, wie die internationale Solidarität mit Ihnen umgegangen ist, hat man Sie reingeschubst. In der Syntax sind wir beweglich. Heute jedenfalls geschieht Ihnen mit dem neuen, revidierten Urteil recht. Ja, ich habe auch von dem braunen Phänomen gelesen. Was denn, wie denn, wo denn? Lesen Sie im Grab etwa Zeitung? Nur die Welt. Seitdem die sich selbst einen Preis verliehen hat, ist die bei uns Friedhofszeitung. Die bringen ja noch mehr so lustige Artikelchen, auch von diesem Herzinfarkt. Eichenrode, ist mir doch egal, wer den deutschen Blätterwald entlaubt. Auf jeden Fall vielen Dank für die neue Strafe. Es ist eine Wiedergutmachung. Verstehe, wieder Blutmachung, böses Blutmachung. Von der Puppe nun mal. Öffentliche Gebäude beschädigen ist und bleibt ein strafwürdiger Tatbestand eines unzulässigen Protestes. Sie haben auch Menschenleben gefährdet. Na ja, da bin ich ja nur gespannt, was die Herren vom 20. Juli nachträglich für Plötze kriegen. Die wollten ja sogar öffentliche Personen beschädigen. Van der Puppe, das ist böswilliger Quatsch. Die ehrenwerten Herren vom 20. Juli 1944 hatten rechtzeitig erkannt. Ich hatte aber noch rechtzeitiger vor 1933. Das war zu früh. Die Herren vom 20. Juli hatten ja nun praktisch vor Augen, wogegen sie zu früh protestiert hatten. Na ja, da wünsche ich mir heute den 29. Juli, aber einen, der klappt. Muss ja nicht in der Bendlerstraße sein. Fulbright, verkleidet als Stauffenberg in den Büschen des Weißen Hauses. Mensch, die sind ja doch als Leiche eine solche. Wo kommen wir denn hin, wenn wir an jedem 20. Juli, den der liebe Gott gibt, entschuldige das Liebe, ja, wenn wir da einen Aufstand machen, haben Sie recht, Herr Richter, jeden Tag müsste einer sein. Ich mach Sie zur Schnecke. Mich können Sie nicht zur Hochschulreform machen. Ich wiederhole, Van der Puppe. Sie werden vom Tode freigesprochen, 8 Jahre Zucker, weil Sie in Verkennung der Symptome ein Dämmerler an den Deutschen Reichstag ein Feuerchen gelegt haben, weil Sie in völliger Verwirrung den Nationalsozialismus für eine Spielart des Kapitalismus gehalten haben. Das ist er nicht, Herr Richter. Der Faschismus ist eine Spielart der freien Marktwirtschaft. Nur mal weg mit der kopflosen Puppe. Mensch, das ist ja unerhört, was der Mann sich rausnimmt. Sehen Sie mal, würde Van der Luppe heute noch leben, müsste man ihn einführen, könnten die Würmer auf dem Schlittschuh laufen lernen. Ist es nicht erschreckend schön, wenn ein einfacher Arbeiter fern von jeglichem Intellektualismus selbstständig anfängt zu denken und zu handeln? Armes Holland. Van der Luppe wäre ein würdiger Thronfolger gewesen. Da haben Sie die ganze Geringschätzung des Geistigen, vom Rheinischen bis zum Bellevue-Stling. Da möchte man sich schleunigst Claudels seidenen Schuh anziehen und die Fähre nach Trelleborg nehmen. Aber wer Lübcke zitiert, macht Kabarett in Deutschland überflüssig.
42,80 Mark, $1. Also, und so ein Kupferstück. Wer das bloß reingetan hat, ganz schön finde ich das. Es gibt in jedem Fall eine schöne Flakkanone zu Neujahr. Wartet mal ab, Jungs. Jetzt könnte ich mir, weil Sie so saure Gesichter machen, ein Stückchen Schokolade in den zahnersatzgeschwächten Mund stecken und mit der Zunge des Wohltäters an einem Urprodukt von Entmündigten lecken. Tue ich aber nicht, das schleimt so. Wollen Sie ein Stückchen? Ah, kein Vertrauen zu mir, der denkt, da ist sonst was drin, wa? Ich hätte geteilt, ich teile alles, sogar mein Vaterland. Die weißen Handschuhe sind ein Beweis für die sauberen Hände der 6. US-Marineflotte im Mittelmeer. Keinerlei Fingerabdrücke in Nahost und auf der Akropolis hinterlassen. Ich ziehe nur einen an, das sieht weltmännischer aus, den anderen stecke ich hier oben rein. Mr. Mogel, Shibonk, please. Verzeihung, Mr. Shibonk. Wir haben uns hier vor dem Mikrofon des allafrikanischen Rundfunks versammelt. Yes, Apatze Riatze. Er sagt eines aparten Rias. Sehr schönes Aperçu, Mr. Shibonk. Sie als Weißer in Afrika, Sie sprechen ja erstaunlicherweise den Dialekt von Togo perfekt. Und Sie sind es gewohnt, auf den Bohnen der Weltpolitik freibeuterisch rumzukauen, während wir Mitteleuropäer immer nur hinterher unsere eigene ausgekochte autoritäre Hausmacherbrühe oder wie die gequirlte Schifferscheiße sagt, Ushikulo Kafito Pasculava. Er sagt, trotzdem hätten die Menschen in Togo es am liebsten, wenn sie von Deutschen durch den Kakao gezogen wären. Apokalypse, Verzeihung, Übersetzungsfehler. Wenn ihnen von Deutschen, kann man sagen, der Kakao abgekauft wird? Abgenommen wird, richtig. Entschuldigen Sie, wenn ich manchmal frei übersetze. Ich kann den Dialekt von Togo nicht perfekt. Anderen geht's so mit der deutschen Sprache. Aber es ist nun mal nicht zu vermeiden, dass Professor Emmerich seine Vorlesung als Tobsuchtsanfälle arrangiert. Der lehrt Germanistik wie die Bundeswehr Starfighter fliegen. Man stürzt völlig unvorbereitet ins Haya Safari-Denken ab. Mr. Schieber, nach welchen Gesichtspunkten bestraft die Bundesregierung ein Land mit Entwicklungshilfe? Economy, Principi, Krakra. Er sagt, nur Anerkennung unseres Staates und Krakra, Einführung unseres Wirtschaftssystems. Und was, Mr. Schiebung, liefert denn nun die Bundesregierung außer barem Geld beispielsweise noch nach Togo? Verschiedenes, ausgediente Sets und Druckmaschinen. Er sagt, nanu, Sie sprechen ja plötzlich Deutsch. Kein Togoianisch mehr? No, es nutzt sich ab und was abgenutzt ist, wird ja geliefert. Denken Sie nur an die Sowjetpanzer für die Arabische Republik, Kushti Plushti. Er sagt Autofriedhof, Üsi korrupte Kapitale. Er sagt, er weiß auch nicht genau, wieso plötzlich Düsenjäger aus Russland für das korrupte System in Lagos. Sasa Shinshin, was hat nur Sasa Gabo damit zu tun? Shinshin, ach so, die Chinesen, sagt er, bauen eine 1000 Kilometer lange Eisenbahn von Sambia nach Tansania. Aber Mr. Schiebung, das wollte ich doch gar nicht übersetzen. Wir führen doch hier keinen Unabhängigkeitsdialog. Darüber ärgert sich doch die Weltbank schon genug, über diese Eisenbahn. Wir wollten doch hier ein verbindliches Gespräch über Geld und die Welt, über Gott und die Welt, wie komme ich auf Geld? Verzeihung, man hat wirklich mitunter eine Unmenge Tippfehler im Mund. Man rotzt ins Publikum, die Leute werden nass, verstehen es nicht, finden es ekelhaft. Obwohl Pallenberg hat bis in die 8. Reihe gespuckt. Aber damals hatten wir ja noch ungetarnte Kolonien, da war das Leben noch einfacher. Da wusste man, dort ist der Kaffer, hier ist der Herr. Bei der heutigen Entwicklungshilfe ist es natürlich komplizierter, raffinierter, nicht? Zum Beispiel im Fall Kenyatta, da weiß man, dort ist der Gnä-Herr, hier ist die Gnä-Dame, ne? Ausbeutung bis zur Ausblutung bleibt sowieso. Mr. Schiebung, was heißt denn das nun, ausgediente Sets und Druckmaschinen? Das heißt Zeitungsmachmaschinen, auf denen nur drei Buchstaben ein für alle Mal ausgestanzt wurden. FNL, er sagt ABC. Ich heiße Schiebung und Sie machen sie. Ja, das ist ja das Bilaterale an uns. Ansonsten werden die alimentösen Kakaopreise in London genauestens festgelegt. Auch die Kaffeepreise. Übrigens Kaffee an Preuße, Mr. Schiebung. Ich kenne da einen Afrika-Korrespondenten. Man nennt ihn auch das deutsche Burenflusspferd am Kopf der guten Hoffnung, Herrn Germani. Er sagt, Germani reitet zurzeit Nashörner ein für den Fremdenverkehr. Gerstenmeier will bald Urlaub machen. Hoffentlich hält er die Bannmeile ein. Und Hanna Reitsch würde trotz der Firma Schering immer noch Fieseler Storch fliegen, Mr. Schiebung. Gibt es denn nun aber auch afrikanische Revolutionäre, quasi überseeische Fröschle von Fidel Castro? Russi Popel, er sagt, es wird einen afrikanischen Sturm geben, dass uns die Fetzen, also wörtlich sagt er, dass uns die Popel ohne Benutzung des Zeigefingers einfach aus dem Gesicht raus. Ja, aber wenn es so viele Revolutionäre in Afrika gibt, Mr. Schiebung, wie konnte uns das überhaupt passieren? Auli Auli Ex, er sagt, man habe die vorletzte Enzyklika Papst Paul VI. Völlig missverstanden.
So weitherzig hätten die Römer das nicht gemeint mit Befreiung von Neokolonialismus und stalinistischem Gulaschkommunismus. Viel Suppe, wenig Fleisch, Kekel, Kekel, Kuki. Er sagt, ich soll Ihnen nicht zu genau Bescheid sagen. Sonst würden Sie die wahren Beweggründe der weltweiten Universitätsunruhen sofort begreifen. Wir sollen hier in Detailkritik verharren. Er sagt zum Beispiel, die Firma D.O.W. Chemical Company liefere Papierhandtücher, die beim Abtrocknen Hautabschürfung hervorrufen. Weiter liefere D.O.W. Chemical Company auch Kämme und nach Benutzung bekäme man Haarausfall. Klo Closetti, ach das auch? Und nach Benutzung bekommt man Geschwüre am Hintern. Sagen Sie mal, Mr. Schiebung, sind Sie ein Agent der deutschen Anilin? No! Maschine ohne Kapuze. Er sagt, in Casablanca würden heute noch Leute auf Händen und Füßen gehen. Nur weil sie mal an einer Margarinestulle von Unilever genascht hätten. Und Unilever sei ja nun keine amerikanische Firma. Dann doch lieber ein napalminbeschmiertes Brötchen von D.O.W. Chemical Company. Denn das Ausprobieren von Sterbemitteln bei noch nicht entwickelten Völkern sei ja nun mal legitim. Sonst verliere die Lebensmittelfirma Edeka völlig ihren Sinn. Edeka, Kolonialwaren. Mummi, Mummi, fress. Er sagt, heilige Kühe seien eben keine Lebensmittel. Dagegen sei nichts einzuwenden, dass man den 17. Juni zum Deutschen Fresstag ausrufe. Das sei durchaus marktgerecht. Mr. Schiebung, abschließend noch eine Frage. Sind Sie denn nun in der Lage, als Weißer in Afrika, wie ein Feldneger zu denken? Er sagt, er sei zu bescheiden, um die Fäulnis der weißen Haut mit dem Glanz des kommenden Jahrhunderts zu vertauschen. Was bleibt uns da übrig? Mit unserem gekonnten Playboy-Tatum? Die Kleeallee in Cassius Kleeallee umtaufen? Zum Zahnarzt gehen, um nicht auf der Felge rumzulaufen? Und alle 14 Tage Fernsehen, wo uns der Schar drückt? In Senegal hört man leise singen, der Freiheit notet man schlingen. Südafrika, Uran gefüllt wie ein Kapauen, lässt für die Gleichheit Zäune bauen. Burgivas Affen wetzen für Brüderlichkeit Waffen. Und trotzdem überall Aufruhr in Sicht. Du fragst wo, frag lieber wo nicht. Solche Texte sind natürlich Bircher Müsli für Völker, die sich selbst befreien müssen. Oh, das wird ein mittleres Stadterd. Oh, ein Dollar ist drin. Toll. Ja, ja, es gibt eine ganze Menge anständiger Amerikaner. Das wissen Sie bloß nicht. Ach, das Schönste an diesem Taschenventilator ist, dass Sie ihn nicht haben. Hat mir der Ho Chi Minh persönlich geschickt. So was machen die noch nebenbei. Jetzt dürfen Sie wählen. Bin ich ein Rüpel oder ein Utopiepel? Morgendämmerung, Sieg des Tages über die Nacht. Veterinärmediziniker segen am Aster ihr Votum für etablierte Macht. Wer was woanders passiert? Eigenartig wird in Biafra ein Massaker gebiert. Professor Klimek hat ein Buschmädchen fotografiert, nun winkt er aus Frankfurt am Main, in der Hand einen Storchenschwanz. Das Mädel soll kommen zum Brüstetanz, auf allen Vieren zu der Sendung, Platz den großen Tieren. Lass es, sagt ihr Freund ein Rebell, lass es! Und zeigt in der Bucht von Lagos auf die Hurenhausjacht von Onassis. Das Mädchen lockt ihn an Land, lässt ihn ins Lagerfeuer taumeln. Dies wird die Auftaktsendung. Ganz Nigeria lässt eines Tages Ausbilder an Bäume ranbaumeln. Blut floss, das Mädchen wird gefeiert als Jeanne d'Arc von Lagos. Keiner begriff's, Freund hat sich jeder. Nigeria befreit durch das ölige Sterben des griechischen Reeder. Wahrscheinlich wird er gegrillt. Seine Tankerpfoten werden demnächst im Ritz als Spezialität angeboten. Dies alles kein Flachs, ähnlich wird's gehen im Gunter Sachs. Jacobettis Nieren werden sie in Ghana flambieren. Auch Rhodesia eilen sich bald im Blut von Smiths voll Wonne. So sucht eben jeder seinen eigenen Platz an der Sonne. Das ist natürlich Humor, der nie verletzt, ne? Er entstand lange bevor die Goldzähne unserer Feinde den Weg in unsere Wirtschaft fanden. Zum Jour fix hinterließ Malcolm X für Carmichael und Red Brown folgende Gebrauchsanweisung zur unauffälligen Radikalisierung und natürlich nachher Beiseiteschaffung der amerikanischen Frauen. Hey Brüder, lasst uns Samen spenden für weiße Damen, die in unseren Armen enden. Wenn eine Spinatwachtel und ein Moralapostel Analphabeten sind, dann muss man mit vollen Händen Vögelkunde und nicht Philosophie anwenden. Trippelnd wie ein Spatz nähert sich die weiße Frau ihrem Negerschatz. Piekend mit dem Schnabel berührt sie unseren Schlüssel wie ein Kind im Zoo einen Elefantenrüssel. Ihr farbigen Brüder, lasst sie nur stöhnen, denn unsere erste Waffe heißt sie zu gewöhnen. Wenn wir zum Sturme blasen, dann werden die weißen Weibchen in ihre Wohnungen rasen und während sie durstig dies Liedchen singen, werden sie wurstig in Gedanken an euch ihre Männer umbringen. Dann lasst es gut sein, ihr Brüder, mit eurem Segen. Dann versuchen die weißen Witwen, den Elefantenrüssel als Nerz um die Schultern zu legen. Dann, Brüder, seid gescheit und freut euch am Vertrocknen der weißen Frauen durch eure Enthaltsamkeit. Dann, Brüder, kommt der Lohn. Zu Ende ist dann diese Welt der Farben, Frohn. Das spielt auch nicht gerade Golf auf dem letzten Loch nach dem Prinzip Hoffnung von Bloch zu Bloch.
Aber ich merke ein bisschen an Ihren ausdruckslosen Gesichtern, dass Ihnen diese ganze Welt, von der ich so lange erzähle, sehr exotisch, im höchsten Fall exotisch vorkommt. Sodass ich die berechtigte Hoffnung habe, uns alle eines Tages mit durchgeschnittener Kehle röcheln zu hören, was hat der Neuch damals gesagt? Wir kommen zur psychologischen Kampfführung, zur Psykafü. Das geschieht auf die merkwürdigste Art und Weise. Am gelungensten scheint es mir Sonntag früh beim Glockenläuten. Da wird mit einer Penetranz gebimmelt, als ob man eine Einflugschneise für Messknaben wohnt. Ich mach mal diese Kerze hier an, den geschraubten Selbstbedienungsladen für Hochleistungskühe. Und dann mache ich das große Licht aus. So. Schummrige Stimmung. Halten Sie Ihre Handtaschen fest, was Sie nicht gespendet haben, klauen wir jetzt. Wir haben jetzt eine Stimmung wie in Frankensteins Hühnerfarm. Ich meine in einem Wienerwaldrestaurant. Nach dem Verputzen von zwei halben Hähnchens kaut Mami an einer Waffel, Papi trinkt sein siebtes Bier und pinkelt unter den Tisch und singt, Hi Herzog, wie du Kindstamm. Sag mal, Papi, sagt Mami, hast du schon gehört? Im Verlag Konditorei Wagenknecht gibt's ein neues Quartett für Bibelforscher. Der Mensch entstand aus Lehm und starb an Buttercreme. Ja, friss nur, sagt Papi. Sag mal, Paps, sag Mams, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Kolchos, Kibbutz und Kommune? Wie kommst du denn jetzt darauf, sagt Papi, hast du was von mir im Mund? Aber Papi, sagt Mami, könntest du ja nicht unter den Tisch fieseln. Hast du auch wieder recht, sagt Papi. Also der Unterschied zwischen Kolchos, Kibbutz und Kommune wird sein wie zwischen Rockefeller, Rothschild und Chamonix. Wieso, sagt Mami, haben sie Chamonix einen Film beschnitten? Nein, sagt Papi, Rockefeller ist reich, Rothschild hat eine Platzanweisung geheiratet und Kommune ist, wenn man einen Filmvorführer mit reinnimmt. Eiserne Dreiecksverhältnisse nur für Formel-1-Wagen. Mit Verkehrsbeschränkung, fragt Mami? Nein, sagt Papi, ja, macht er keine falschen Hoffnungen. Kommune ist etwas für geistig reife Menschen, die Pflaumenkuchen nicht mit sexueller Anarchie verwechseln. Stinkt das, fragt Mami? Nö. Als ob du in deinem alten DKW herfährst. Da weißt du erst, wie schön der Film Pension Clausewitz ist. Geschlossener Auspuff. Guck mal, sagt Mami, da geht wieder so eine mit ekelerregend kurzem Rock. Er geht ja gerade mal bis zum Gurgelknoten. Die ist ja Mini-Rock-süchtig bis zur Mandelentzündung. Das heißt nicht Mini-Rock, sagt Papi. Das heißt Karl Eduard von Schnitzler-Tapete. Da kannst du immer einen schwarzen Kanal sehen. Und dann schiebt sich Papi sein Ehebruchband aus der Leistengegend in die Nabelhöhe. Und beide sinnen bei traulichem Licht, wie man den anderen am besten an der Durchführung einer lange nicht gehabten Idee hindern kann. Der Familienfrieden ist ein fauler Frieden. Und jede Ehe gehört zur psychologischen Kampfführung aller Gesellschaftssysteme. Auch im Ostblock hält man auch immer um die Hand eines Töchterchens an. Anstatt ehrlich zu sagen, wollen wir nicht für eine Woche unsere Lohntüten zusammenschmeißen? Fritz Engels sagt, diese Gesellschaft bestehe nun mal aus Ehebrechern und Arschlöchern. Und wenn einer daherkommt und sagt, er sei 10 Jahre verheiratet und habe noch nie die Ehe gebrochen, dann gehöre er zu den Letzteren. Jetzt wollen wir unsere Souterrain-Literatur bereichern mit einem Riemenreißesturm gewidmet der Schülerzeitung Roter Turm. Wir haben den Pornografen von Charlottenburg unterm Kopfkissen für Mütterchen, die am Stuttgarter Platz immer zugucken müssen. Wir kennen den Mutzenbach-Kalender für Neuköllner Linkshänder. Den indischen Scharfmachtbeschwörer, Kamasutram für stramme Oberlehrer. Wir kennen King Ping Mei, den Henry Miller vom Chiang Kai-shek für Opas Fete und Studienräte. Hier nun ein James-Joyce-Kapitel mit unterm Gürteltitel. Das Ding von der Waschfrau handelt von einem Schülerchen, der seinen Penis trug wie eine Maschinenpistole mit Ladehemmung. Eine Konfessionsschulenfoppe, meinetwegen schwarz gehandelt, und am Ladentisch bei Nix Menschoppe. Erleben Sie! Wie er am Bodel schwingt, der reinen Liebe, ein Bordell-Kink der dreckigsten Triebe wurde. Für Opas, Omas, Kinder und Enkel, für alle prüde geschlossenen Schenkel. Geboren am Stammtisch im Blauen Affen am Hermannplatz, gestorben in der Mailänder Skala als Singspielersatz. Gespeist und gekleidet von einer Zöli-Batterie aus dem Kloster Fräulein Meuchel-Heuchel, vorgetragen sehr fein von einem Mitglied des Jesuitenordens im stillen Kämmerlein. Da hole ich mir erstmal meinen neuen Einreiher von Brennermeier hervor, meinen braunen Hänger
Moment. Erst mal sehen, ob er mir noch passt. Den hat mir der Pater Leppich auf dem Sportplatz ausgeweitet. Der hat doch hier am Gesundbrunnen gepredigt. Darum ist der Hertha nicht aufgestiegen. Natürlich. Wenn ich damit durch die DDR fahre, kommt bestimmt keiner und sagt, öffnen Sie mal Ihre Motorhaube, sondern lüften Sie mal Ihren Wadenreißer. Ich habe da noch was im Handschuhfach drin. Augenblick mal eben. Engelhardt am Bindfaden kommt da unten, nicht? Meine Bühnenbilder sind immer sehr konsequent. Moment. Und den Schultheißbierdeckel mit gestrickten nehme ich oben als Tortur. Tonsur, meine ich natürlich. Werden schon sehen, was Sie davon haben. Ich zeige Ihnen das nochmal im Profil so. Leuchtet wie eine Glatze, so ein Bierdeckel, ne? Lustus war ein Junge, unbekannt, immer gierig nach Verstand, sah die Welt so, wie sie ist und staunte kräftig. Vater war zu Hause damit beschäftigt, viele Mütter zu betrügen. Die zweite Hauptperson im Haus war die Waschfrau Rose. Die Familie nannte sie Steckdose, 1,90 Meter groß, ein Wengerl fett, wenn sie gerade nicht putzte, wischte, wusch, steckte sie der Papi und die Mami öfter mal ins Bett. Lustus ging dann meist zur Schule, schnell und unterdreht, blitzten seine Augen in die Gegend und zu spät zum Unterricht kam er fast nie. Nach der Schule allerdings lag er mit mancher Klassenkameradin in der Kuhle. Fummelsex und Rammel-Eros, alles ungelenk und ohne Kniffe. Lustus war ja noch ein Schüler, kannte noch nicht alle Griffe. Immer nach der Schmuserei, dann in Bus. Das war Lustus Ärger. Nie kam er richtig zum Orgasmus, denn die Eltern von den Mädchen, die mit Lustus gingen, kannten streng von Haus aus eine Lehre. Alles durfte mit den Jungs tun. Killern, küssen, reiben, necken, nur das Letzte nicht. Das versteht sich von alleine, sagten diese Eltern. Dein Vermögen hast du zwischen deine Beine. Wie auch immer Lustus Hose kniff, wie er auch die Mädchens voller Gier begriff, fröhlich ging er morgens von zu Hause weg und befriedigt kam er heim. Und es fehlte nur ein Klecks, dass der Knabe Lustus arg verfiel dem Homosex. Wäre ja auch nicht schlimm, der warme Hafen, gäbe es nicht diesen widerwärtigen Paragraph. Eines Tages kam er wieder mal so zu Hause an, voller Flüche. Wild entschlossen trat er in die Waschküche. Rose stand über den Druck gebeugt. Lustus hat er gleich ein Kind gezeugt, schloss sich in sein Zimmer ein, machte erstmals voller Freude Schularbeit. Und ließ alle Fünfe gerade sein. Waschfrau Rose fand das alles fein, kündigte bei Zeiten, wollte nicht mehr arbeiten, wollte Lustus heiraten. Erstmals ohne Existenzangst dachte sie ans Morgen, denn fürs Alter würde Lustus sorgen. Dieser hatte gerade sein Abitur erklommen. Plötzlich ließ die Waschfrau ihn zu sich kommen, tat Likör ins Glas, hielt ihm das Baby vor die Nase, dachte, jetzt wird ein Freudenschrei erschallen. Lustus nahm das Baby. Unbewusst ließ er es fallen, es war tot. Polizei, schrie die Rose, nehmt ihn fest, diesen Mörder, diesen Preller, diesen Zecher. Diesen ausgekochten Triebverbrecher. Übrigens, das Baby war rotblond und hätte auch von Lustus Vater sein gekonnt. Seine Eltern distanzierten sich, Abitur bekam er nicht. Erst im Knast lernte Lustus das, was er vorher gar nicht wusste. Rauchte Haschisch in der Pfeife, qualmte LSD in Seife, der Kalfaktor peitschte ihn mit Hochgenuss, der Direktor vom Gefängnis trug am Hinterteil der Hose Reißverschluss. Sein Mitgefangener war ein weltberühmter Knorpelwürger. Beide griffen oft zum Dornkartbecher. Lustus wurde im Gefängnis ganz normaler Staatsbürger, Sittlichkeitsverbrecher. 32 Jahre war er alt, als der Direx ihn schweren Hinterns auf die freie Welt losließ. Vom Gefängnistor hieß ihn Rose gleich willkommen, unbenommen ging er an ihr vorbei, hatte auch seinen Stolz, denn jetzt sollte es ja erst losgehen mit der Sauerei im Unterholz. Ohne Beeilung dankte er einem Herrn von der Bundeswehr, Nahkampfabteilung. Lustus ging in einen Park hinein, wollte Einzelgänger sein. Einzeln ging es schwer. Denn das, was er im Gefängnis lernte, wie man Sittlichkeit verbricht, das ging heute nicht mehr. Hast du einen Admiral, sagte die 9 Jahre alte Liese, kannst du bei mir opeln. Und ein Junge, er war 11, hatte die Motorradgier bei 180 Sachen, sagt er, mach ich nach der offenen Hosentür. Nicht zu fassen, stöhnte Lustus. Und jetzt ging er doch zu Rose, denn er wollte sich seinen sexuellen Idealismus nicht versauen lassen. Rose ging inzwischen auf den Strich, schließlich war sie über 60. Während sie die Freier hatte in dem Hochhaus, tat er Fahrstuhl fahren. Dabei schrieb er seine Memoiren. Das gesprochene Wort verpflichtet ihn zur Strenge. Darum schrieb er es als Oper. Diese Kunstform zog Sprache ungebührlich in die Länge. In der ersten Reihe eine ältere Komtesse, welche schäkernd Lustus droht, du, du. Weiter hinten singen Selners Bässe und die Musik spielt dazu. Mit Akribie vertont er einleitend Tucholskys Freud-Parodie. Schmeck's, ich habe vorne einen Komplex, den habe ich nicht richtig abreagiert. Jetzt ist mir die Unterhose fixiert. Und ich verspüre mit großer Beklemmung oben eine Hemmung und unten eine kleine. Alles geht schneller, bist du links sexueller. Erreichst du als rechter Klemmer jemals das Genie? Oh, na, nie. Komponiert für eine Pauke mit Salat, Wasseroper aus Shanghai im Querformat. Rhythmisiert auf die diffuse Ausstattung, Beate Huse, Hänse, Gretel und ein Flötel. Höhepunkt, das Babytödel. Choreografie, Mary McCarthy.
Die leckere Lulu am Lollisiglaben, die Horte, die Hertha sich heiß gehabt haben. Lustus tritt auf, wund und blessiert, von Frau Lange-Undeutsch kontaktfroh dressiert. Toll, sich tollend, wildes, wollend, wundersam witzelnd, kerniges Kitzeln, blusiges Beulen, liebliches Knollen, zweimal, zwölfmal zages singend rasch, in Rankgarage ringend. Erlösung findet statt. Rose mit ihrer Riesenwaschkraft setzt das Gericht mittels Zeugenaussage schachmatt. Ich klag, ihr wisst, zu der Gesellschaft Segen hier, dieses zu Unrecht Bestraften wegen. Sie kennen das ja, das Buch Politik und Verbrechen von diesem Literaten Hans-Marie Enzyklika. Ich stand am Trog, tat waschen, heut gebe ich zu, wir taten beide verbotene Liebe naschen. Als Waschfrau gestehe ich ungeniert. Mit der neuen Konstrukta wäre der ganze Lustus nie passiert. Der Protokolleur notiert heute schon Verhinderung von Sex durch Automation. Adrett folgt nun zum Schluss das Aha-Duett. Angeklagte Hansemal, Zahlen sind ja ganz egal. Irgendwann am Sommertag Bonbons mit sich rumgetragen oder andere Süßigkeiten, na? Weiß nicht. Kann schon sein. Aha. Angeklagter, geben Sie zu, überlegen Sie sich zur Ruhe, haben Sie Pech gehabt mit Damen, fallen Sie nicht lang aus dem Rahmen, nie zum Ziel gekommen, wa? Weiß nicht, kann schon sein. Aha. Dankeschön, Herr Schalz im Kreis, unerhörter Tatbeweis. Noch 5 Jahre Schmerzgeldzahler, Pflichtverteidiger R.A. Mahler, Kammergericht beeinflussbar, na? Weiß nicht, kann schon sein. Aha. Schon Strafrechtsreform wäre in diesem Land Kulturrevolution. Und vergessen Sie nicht, eine päpstliche Bulle ist eine Kuh, die in den vatikanischen Gärten grast, um die Kinder des Papstes mit Milch zu versorgen.